Seit dem Wintersemester 2011 beginnt jedes frei zugängliche Studium in Österreich mit der neuen Studieneingangs- und Orientierungsphase, kurz DEOP. Diese erste Phase des Studiums soll den Studierenden die wichtigsten Inhalte, Themen und Methoden näherbringen, damit sie frühestmöglichst erkennen, ob sie die richtige Studienwahl getroffen haben. An der Uni Wien war Vizerektorin Schnabel mit der Implementierung der neuen STEOP befasst. Es hat ja schon früher in vielen Studienrichtungen Studieneingangsphasen, Studieneingangs- und Orientierungsphasen gegeben. Konnten diese Ziele nicht erfüllen? Die Studieneingangsphasen dort, wo es sie gegeben hat, waren weniger konzentriert und weniger definiert. Was wir jetzt mit dieser neuen Regelung haben, ist, dass die Studierenden das wirklich, bevor sie in andere Teile des Studiums gehen, absolvieren. Früher war das etwas diffuser, das konnte sich vermischen, man konnte auch andere Lehrveranstaltungen schon machen. Das heißt, möglicherweise hat man dann gewisse Lehrveranstaltungen in der Studieneingangsphase im zweiten, dritten oder vierten Semester gemacht. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn. Während der Phase gibt es auch nur zwei Prüfungsantritte. Es ist so, die Studieneingangsphase sieht grundsätzlich drei bis maximal, wenn sie länger ist, vier Prüfungen vor, verschiedene. Und für jede Prüfung gibt es dann zwei Prüfungsantritte, so sieht es das Gesetz vor. Die Universität Wien ist noch in Diskussion, denn das Gesetz gibt auch die Möglichkeit, dass auf Beschluss des von Senat und Rektorat ein dritter Prüfungsantritt möglich gemacht wird. Da sind wir noch in Diskussion. Wenn der zweite Antritt negativ ist, dann können die Studierenden dieses Studium an dieser Universität nicht weiter studieren. Es läuft also noch die Diskussion, aber jetzt im jetzigen Semester sind es mal zwei Prüfungsantritte. Der aktuelle Stand sind zwei Prüfungsantritte. Allerdings sollte der Senat und das Rektorat entscheiden im Herbst, dass es einen dritten Antritt gibt, dann gilt er natürlich auch für das Wintersemester. Wie sinnvoll ist es, dass jetzt die Studienpläne wieder, also sie wurden ja erst vor kurzem umgebaut in manchen Fächern, dass man das jetzt wieder über den Haufen wirft im Prinzip? Naja, wir haben in den letzten 5 Jahren die Bologna-Studienarchitektur umgesetzt und daher gab es zeitlich versetzt in den letzten Jahren permanent neue Curricula und aus der Sicht der Universität permanent, weil für jedes Fach gab es natürlich immer eine Curriculumsänderung. Was wir allerdings sehen ist, nachdem die Bologna-Studienarchitektur doch ein sehr großer Schritt war, herauszufinden, was macht eigentlich ein Bachelorstudium aus, was macht ein Masterstudium aus, lernen wir in dem Prozess der Anwendung des Curriculums. Und wenn man da drauf kommt, dass beim Praktizieren in der Realität etwas nicht so gut läuft, was man sich am Papier besser vorgestellt hat, dann ist es aus meiner Sicht auch besser, Curriculumsänderungen vorzunehmen und die Curricula studierbar und lebbar zu machen, als am Papier festzuhalten und die Situation damit noch mehr zu verkomplizieren. Aus dieser Sicht muss man einfach auch ein Curriculum nicht als ein starres Gebilde sehen, sondern als etwas, das der Entwicklung in Entwicklung sich befindet und das daher auch wahrscheinlich öfter als in der Vergangenheit immer wieder reformiert werden muss. Die ÖH kritisiert ja, dass diese umfangreiche Studieneingangsphase und dass zurzeit noch kein dritter Prüfungstermin da ist, ja im Prinzip als Bekenntnis zum Rausprüfen. Was ist da Ihre Antwort drauf? Es geht überhaupt nicht um ein Rausprüfen, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, am Beginn des Studiums so eine Phase zu haben, wo die Studierenden wissen, das, was ich in diesen Lehrveranstaltungen höre, ist Kern des Studiums. Und wenn ich mich dafür nicht wirklich interessiere und wenn ich nicht die Zeit finde und mich nicht hinsetze, nicht motiviert bin, dafür auch wirklich zu lernen, dann ist wahrscheinlich besser, man studiert etwas anderes oder sucht nach anderen Alternativen. Von daher glaube ich einfach schon, dass die Studieneingangsphase einen Sinn macht, wenn es darum geht, eine Studienwahl, die ja ohne konkrete Berührung mit dem Fach in der Realität getroffen wird, im Rahmen der Studieneingangsphase noch einmal wirklich definitiv zu überprüfen und mir selbst als Student und Studentin die Frage zu stellen,
Trifft das meine Erwartungen, ja oder nein? Und worunter wir leiden, ist, dass diese Entscheidungen manchmal so lange dauern, dass dann semesterlang, man findet doch immer wieder interessante Angebote, weiter studiert wird. Das ist aus der persönlichen Perspektive der Studierenden oft sehr interessant. Nur manchmal kommt es dann, und in Österreich leider viel zu häufig, zu Prozessen verzögerter Entscheidungen, wo Studierende dann noch nach einigen Semestern erst draufkommen, ich habe mir da die ganze Zeit auch ein bisschen etwas vorgemacht, Erwartungen weiter gehegt, die aber in der Realität nicht eintreffen. Und insofern trägt aus meiner Sicht die Studieneingangsphase dazu bei, diese Studienwahlentscheidung zu fundieren und noch einmal in Berührung mit dem konkreten Fach zu überprüfen. Will ich das jetzt wirklich oder nicht? Und dass dieser Prozess möglichst am Anfang stattfindet, halte ich für eine sehr gute Entwicklung. Und wir können Studierenden damit auch helfen, mit ihrer Lebenszeit vielleicht ein bisschen besser umzugehen.